Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Manorlords. Wir sind hier kräftig am Bauen. Hier wohnen Leute. Da wohnt noch keiner. Gut, ein Haus haben wir dann noch auf Reserve, weil ich will die dann nicht so schnell abreißen hier. Obwohl die halt nutzlos für uns sind. Ich würde dann hier eine schöne Weide dann hinbauen. Was heißt Weide? Was anbauen können, aber ich denke, das wird erst nächstes Jahr relevant und interessant werden. Große Schilde. Ich weiß, wir müssen uns auch langsam mal bewaffnen. Wir haben in letzter Folge hier ein paar Sachen gebaut. Unsere Holzindustrie ein bisschen hochgezimmert. Ich würde auch ganz gern das Lager vielleicht nach da unten bauen sollen. Essenstechnisch auch nicht so geil. Klar, wir bauen jetzt Karadoritskis an, Gemüsegarten und so. Aber wir haben ja leider schon Oktober, ne? Müssen mal schauen, wie es jetzt hier alles wird. Und es regnet ziemlich viel. Oh! Vorräte von Banditen gestohlen. Oh, jetzt haben sie hier Banditen niedergelassen. Wo sind wir? Da hinten. 50 Kilometer entfernt von uns. Warte mal, wo sind wir jetzt wieder? Ich habe mein Heim verloren. Hier ist unser Heim. Okay. Weit da hinten sind Outlaws. Das heißt, wir sollten uns auch langsam mal ein bisschen bewaffnen. Ja, ich. Es ist halt jetzt so. Wenn sie nicht selber sammeln wollen und klauen wollen, sollen sie halt machen. Da kann ich jetzt auch leider nichts dran ändern. Ja, das würde jetzt dauernd sagen, dass es voll ist, wenn die da hier Holz reinbringt, dass sie es bearbeiten können. Oder nicht? Was mal zu sagen, dass wir hier einen zweiten reinhauen. Dass das Zeug schneller hier durchgesägt wird. Dann können wir nämlich schnell noch eine Kirche bauen. Na, dann haben die Leute alles, was sie brauchen vor dem Winter. Können sich ja an ihren Glauben ernähren, hoffe ich. Wir werden alle verhungern. Safe. Oh Gott. Hey, irgendwie brauche ich mir auch Kräuter, aber da habe ich echt noch nichts gesehen. Was? Ich mache mal nichts. Wir machen mal lieber das sinniger. Kleidung braucht man nämlich halt auch langsam. Schwierig. Bretter haben wir 25. Also das ist jetzt hier mal ein Wort. Nehmen wir den mal weg. Sagen, brauchen hier ein bisschen Glauben. Und bauen diese Bude mal hin. Priorität hoch. Müssten überall noch halbwegs genug Materialien haben. Wir haben keinen Stein. Warum habe ich keinen Stein mehr? Moment. Brauchen auch eigentlich noch mal einen zweiten Ochsen. Moment, dann machen wir es einfach mal so. Zack. Und hier machen wir auch den Oxy weg. Gut. Jetzt müssen wir einen Oxy übrig haben. Gut. Warum wir jetzt keinen Stein mehr haben? Das weiß ich auch nicht. Wir haben eigentlich für nichts Stein gebraucht. Bin ich jetzt doof hier?
Sehr hoch. Machen wir das sehr hoch und das niedrig. Weil wenn man aus unerklärlichen Gründen keinen Stein wieder... Oh, da habe ich Kopfschmerzen gerade. Jagdle mit 10. Da bekomme ich gerade schon wieder ein bisschen Kopfschmerzen hier. Schaufelt, schaufelt, Leute. Schaufelt. Ich habe hier sehr hoch gemacht. Mach doch, wie es niedrig. Ach, Mann. Ja, die Leute wollen halt einfach ihren Glauben, ne? Schön, wie richtig fett hier die Straßen sind. Das ist toll. Bitte, Leute, komm. Der Winter naht. Ich habe Angst. Ja, hier, das ist doch nicht überschüssig hier. Das ist ein Bug hier, dass das angezeigt wird. Jetzt nicht hier verunsichern lassen, ne, Leute? Ja, ich bin paranoid im Speichern. Hier. 1 von 2. Super. Komm. Super. Zimmert das mal hier ein bisschen hoch. Neue Familie, super. Gut, können wir einen Stein jetzt hier machen. Priorität hoch. Da wohnt immer noch keiner. Da, okay, gut. Eins haben wir noch auf Überschuss, ein Haus. Läuft, die Leute knattern. Wir werden mehr. Funktioniert auf jeden Fall. Bretter brauchen wir ja jetzt erstmal nicht mehr. Ich würde alles, was wir nur auf Bedarf mal brauchen, wie Bretter, etc., auch nur mal auf Bedarf bauen. Genauso wie, dass wir jetzt hier Stein abbauen. Das ist auch das Einzige, bei dem ich sage, okay. Ah, ist ein bisschen daneben hier. Das ist die Erde, die du triffst. Die Erde hat auch Stein. Interessant. Gut, wir bekommen Stein. Bauen nur ein bisschen Stein hier. Bretter haben wir fast alle. Mach ich mal sehr hoch hier. Alle verfügbaren Mittel bau in dieser Kirche. Kann man das auch oben binden? Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht. Man will automatisch eigentlich drücken, dass man aus Versehen das Spiel beendet. Baut den Glauben! Baut den Glauben! Die Leute müssen glauben, Leute! Achso, die Holzbretter sind nur dafür, da einen Zaun hier außenrum zu machen. Das scheint dann hätte man auch kacken können, ganz ehrlich. Ey. Warum haben wir 0 Fleisch? Was ist da schon wieder hier los? Ah, Gott. Das wird nicht gut werden. Ein
Das wird nicht gut werden. Ah ne, doch, hier haben wir noch ein paar Bretterchen hier. Man könnte ja auch das genauso bauen wie hier, das hier, ne? Aber zu einfach. Ich wundere mich eh, wo diese Steine hier spawnen. Wir brauchen hier nur zwei Holz, also. Ich hör auf zu haten. Stein. Komm, Leute. Reicht. Reicht. Haben wir Brennholz? Nahrung ist ein bisschen... Brennholz 104. Das sieht eigentlich auch okay aus. Die Kirche ist fast fertig. Zack, 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 zack. Und dann, wenn mal Tag ist, können wir hier mal einen Rundgang hier machen. Super. Muss ich hier jemanden zuweisen? Funktioniert. Ein Priester! Gut. Oh, das ging noch. Das ging noch super. Leute, das ist toll. Oh, ist das super. Ich hoffe, die können das jetzt schon ernten. Weil wir haben November und es schneit zum Glück noch nicht. Ja, das ist natürlich eine super nächste oder passive Einnahme von Zeug hier. Ist super, ist super. Ein bisschen ist ein bisschen. Ein bisschen ist ein bisschen. Ich bin happy bis jetzt. So. Zack. Ich denke, jetzt können wir mal hier mal durchlaufen, mal wieder durch unser Örtchen hier. Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ah, hier oben. Hier oben. Hier sägen wir ja die Bretter. Hier wird das Holz gefällt. Hier wird tüchtig neu gesät und gepflanzt. Das sieht gut aus. Die waren alle vorher hier weg, diese Ästchen. Das macht ihr gut, Leute. Weil dann müssen die nebenan nicht mehr so weit rennen. Da können wir das immer so ein bisschen abwechseln. Wir brauchen jetzt eh aktuell kein bis wenig Holz. Dann hier wird schön Holz gehackt. Läuft. Achtung, sorry, hey. Wird langsam. Die Häuser hier will ich auch dann noch abreißen und dann schön Häuser mit Garten hinbauen. Dass wir noch irgendwie ein bisschen Nahrung bekommen. Weil die Häuser hier, die sind auch nicht optimal. Die haben ja auch keinen Garten, ne? Vielleicht, dass ich das hier noch mal ein bisschen hier rausziehe, dass das einen blöden Garten bekommt, ne? Das hier ist wesentlich besser hier. Die wir hier gebaut haben, schlauer gebaut. Das will ich sagen. Wir bauen hier Karotten an. Schön, das ist toll. Das ist toll. Ich glaube, die anderen machen wir dann auch. Solche Felder hier. Vielleicht machen wir auch Hühnerstall. Keine Ahnung, wo die Viecher herbekommen. Ich denke, da müssen wir was bauen. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall viel dafür getan. Da wurde geknattert. Einer mehr in unserem Volke hier. Ich denke, die Leute müssten recht happy sein, weil die haben jetzt auch eine Kirche. Die können ihre Leute auch hier begraben, wenn was sein sollte. Jetzt dachte ich, der will uns hier auf die rüberhauen.
Läuft. Läuft, 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 läuft. Bekleidung, das wäre das Nächste. Super, haben wir jetzt hier... Ja, doch, hier. Gut, also ist jeder in jedem Haus drin. Gut. Können wir hier... Das gefällt mir hier nicht so ganz. Aber schön, dass das da schon mal so steht. Jetzt könnte man ja theoretisch mal anfangen und sagen... Moment. Wo war denn der Markt? Taverne, ey. Wir brauchen einen Markt, Leute. Gleich hier wieder saufen. Melzerei. Nö. Brennofen, Handel. Ja, bin ich jetzt dumm? Nein, der fängt jetzt an zu schneien. Ich brauche einen Markt. Wo ist der Markt? Ich bin blind, oder? Da. Zack. Super. Könnt hier ganz schnell hier die Sachen mitnehmen. Versetzen. Versetzen. So, jetzt bitte ganz schnell. Okay? Super. Superman. Superman. Gut. Es wird langsam weiß. Wetterschaden erlitten. Nein. Man muss auch ein bisschen schlau sein. Ja? Wir müssen natürlich auch hier das hier abreißen. 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 Ein Gebäude ist fertig. Brennholzstand. Achso. Macht Sinn. Ich dachte jetzt. Ah ja, dahin. Jetzt haben wir hier Platz und die Leute können sich hier ein bisschen ausbreiten. Oh Gott, wie weiß das wird. Ai, ai, ai. Dann würde ich jetzt mal kurz hier eine Sache machen. Ein kleiner Bogen rein. Ist egal. Haut hin. Haut hin. Haut hin. Wir haben noch genug Gebäude. Kann ich dich auch mal hierhin versetzen? Das wäre toll. Und dann können wir hier gescheit rüber bauen und dann hier baue ich hier noch eine kleine Siedlung hin. Super. Einfach nur hier rüber. Danke, Leute. Dann mach ich mal kurz hier Stopp. Zack. Voilà, Moment. Zack. Alt vielleicht auch mal drücken. Das war dumm. Super. Ich hoffe. Also angeschlossen ist es angeblich. So. Na?
So, das war zu viel des Guten nämlich. Zack. Müsste doch so ausreichen, oder nicht? Müsste doch so ausreichen. Wir speichern mal auf einen 9. Lassen die Leute mal kurz hier checken, was passiert ist. Vorräte in der Nähe gestohlen. Mensch. Wir brauchen hier langsam eine Bürgerwehr. Eine Bürgerwehr. Haben die jetzt dann hier einen Garten oder nicht? Moment. Kann man jetzt hier dann sagen? Jetzt haben wir dann Häuser mit riesigen Flächen. Ich denke mal, das ist recht geil. Vielleicht ein bisschen zu riesig. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Hier tun wir mal einen Arbeiter wieder hinzufügen. Ja, dann können wir die zwei Häuser da und die da nochmal abreißen hier schon mal. Dann haben wir sinnvollere Kacke hier. Und ich hoffe, dass wir über den Winter kommen. Das ist hier jetzt das Reichenviertel. Also die haben Money für solche riesigen... Ups, jetzt habe ich mal Lautsprecher rausgehauen. Solche riesigen... Häuser hier. Ja, dann können wir jetzt die Kleine hier wegmachen und dann kann ich hier wirklich ein schönes Feld hinbauen. Und dann können wir uns langsam mal hierüber Gedanken machen. Vielleicht erstmal über den Winter kommen, weil wir haben ja im Januar jetzt. Schönes neues Jahr! Ey! Schönes neues Jahr! Und ihr habt auch meinen Fehler gemerkt. Ah, ich habe mein Logo nicht 1:1 hinbekommen. Egal. Weil das gefällt mir nicht so. Ich wollte es andersrum, dass die zacken. Das ist aussieht wie ein Banner. Na, und jetzt sieht es verkehrt herum aus. Egal. Gibt Schlimmeres. Dann machen wir das da hier wieder weg, die hässlichen Häuser. Und jetzt haben wir hier, Alter, seht mal an, was für ein Riesengarten das ist. Das ist toll. Jetzt können wir sagen, ciao Bella. Ihr zieht doch hoffentlich so schnell um, oder? Wird schon klappen. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir hier schön große Häuser. Können wir hier das nächste abreißen. Ciao. Darüber machen wir auch noch keine Gedanken. Wir haben hier noch mehr als genug. Hier gespeichert und die nehmen wir hier auch gleich das Holz mit. Und der Wald kann ja auch mal ein bisschen sich erholen.
Super. Da wohnt keiner. Hier wohnen Leute. Der Bäder. Hier wohnen Leute. Hier wohnt keiner. Und hier wohnt auch keiner. Jetzt kann man noch sagen. Ciao, Kakao. Und ciao, Kakao. Jetzt zieht mal schnell da um. Ja, die haben natürlich jetzt alle Lebensmittel daheim. Ich weiß nicht, ob die das noch vorher geschafft haben. Gut, neue Familie hergezogen. Ja, da braucht man nichts machen. Hier brauchen wir auch nichts machen. Brennholz haben wir auch mehr als genug. Pflanzt wird. Hier haben wir zwei, ne? Hier. Leben vorkommen. Vielleicht sind die auch ein bisschen zu überdimensioniert, aber so können wir es maximal ausnutzen. Finde ich, denke ich, mal eine richtige Idee. War, denke ich, mal eine richtige Idee. Ich denke, wir können hier nochmal getrost überschreiben. So, räumt mal hier den Schmutz noch weg. Regionsvermögen 5, lol. Wow, wir haben auch schon 4 Stände. Zack. Jetzt können wir eigentlich auch mal durchs Winter Wonderland laufen. Wäre eigentlich Sommer, ne? Aber egal. Ah, das ist schon... Ist schön. Hier bauen wir dann unsere schönen Felder hin. Das oberhalb der Wald, den wir wieder aufforsten. Und hier ist der Schnee ja richtig tief. Ich hoffe nur, dass wir über den Winter rüberkommen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir Felder anbauen, große Felder und kriegen mehr Essen raus. Das, was wir jetzt haben, ist eher mau, wow, 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 wow. Das ist eben nicht so toll. Das Ding auch, wir können auch hier eine Kleinigkeit machen eigentlich. Kann man nicht, können auch hier eine Kleinigkeit machen, weil die Leute fehlt ja noch ein bisschen Kleidung. Das Ding ist, wir haben ja jetzt 1. Wir haben 28 heute. Wir können theoretisch Schafzucht. Gemeinschaft offen. Super. Das werden wir dann alles brauchen, die ganze Kette. Wo haben wir denn hier? Ich habe es auch irgendwo gesehen. Hier, Gerberei. Ah, das passt hier nicht ganz hin. Hm. Das gefällt mir hier nicht so. Zeug hier steht. Ich baue mal hier eine Gerberei. Priorität hoch. Vielleicht müssen wir das hier auch noch mal ein bisschen woanders hinstellen. Gebäude, Wohnfläche. Da passen halt nur so kleine hin, ne? Also hier passt ein schön großes hin. Wenn wir den Speicher... Wenn wir den Speicher... irgendwo anders hinbauen würden,
Das glaube ich smarter. Poor quality, he said. Impossible. Ja, hier ist der Ding im Weg. Schwierig. Wir können ihn ja auch erstmal so lassen. Wir bauen jetzt erstmal hier die Gerberei. Ich will jetzt nicht, dass die Bären jetzt hier irgendwie, ne, schlecht werden. Und dagegen müssen wir wirklich sehr was machen. Weil wenn dauernd unser Zeug geklaut wird, ist es definitiv nicht geil. Banditenlager wurde entdeckt. Hinten schon wieder eins. Eieiei, es ist alle voller Banditen. Oh, es wird wieder etwas grüner. Es wird grüner. Februar. Es ist ein sehr milder Winter, wenn es jetzt hier schon wieder milder wird hier. Gut. Hier eine Person reinhauen. Räuber in der Nähe. Bereitet euch auf Angriff vor. Oh. Ah, das. Ladin. Moment. Sorry. Ich gönne mir mal kurz das mal hier laden. Ich hab's psychisch nicht verstanden. Es war nicht in meiner Macht, das zu verstehen. Gut. Baut die Gerberei. Ganz ehrlich, jetzt auf dem Speier geschissen. Hat eh nichts mehr drin. Wo war der Speicher jetzt hier? Neue Nachricht. Ich will die nicht lesen. Wenn ich die nicht lese, passiert dann auch nichts? Das sollte man mal testen. Ah, 365 Tage. Wir sind am Arsch. Ich glaube, ich baue den Speicher einfach mal da ein. So. Sehr hoch. Ach, der brauchte Stein. Haben wir noch überhaupt Stein? Ja, 51 Stein. Da haben wir damals gebraucht. Belebt das erste Jahr. Gut, wir sind nicht verhungert. Toll. Dafür werden wir von der Armee gleich platt gemacht. Super toll. Super toll.
zack, 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 zack. Baut das mal zu Ende. Gut. Dann hier, du gehst weg. Hier geht eine neue Familie hin. Leute, abreisen. Jo. Hol da die Früchte und dann ist alles toll. Bisschen schneller! Komm, 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 komm. Ja, ich weiß. Nahrung. Ja, ich weiß. Super. Gut. Wir haben nicht genug. Jax. Gut, wir müssen mehrere Sachen jetzt meistern. Einmal das hier, Armee. Dann hier müssen wir was hinbauen. Am besten, na? Wohnfläche, Industrie, nicht Industrie. Am besten hier Landwirtschaft, ne? Bauen. Oder passt hier ein Bauernhaus rein? Moment. Zack. Schade. Kann hier jemand mal das Zeug wegräumen? Ich wäre zutiefst jeden verbunden, der das wegräumen würde. Da! Ich hab vergessen, dass man nur drüber hovert, dass es dann wieder passiert. Automatisch speichern. Uff! Spiel! Einfach mal die Fresse halt. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir lieber beenden sollten. Gut, Gebäude bauen. Ja, das Ding wird ja auch immer noch gebaut. Schön. Speicher, dann bauen wir hier. Zweitmal den anderen Speicher. Sehr hoch. Hier machen wir hoch. Komm. Gleich kommen dann die Banditen. Nachricht. Ja, 365 Tage. Super. Nicht. Sehr hoch. Baut das mal schnell hier zu Ende. Und dann kümmern wir uns mal um die Armee. Zack, 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 zack. Baut das Zeug hier mal zu Ende. Ich weiß, wir haben fast kein Essen mehr. Ist mir alles bewusst. Aber schneller geht's halt einfach nicht. Na komm. Familie einen anderen Arbeitsplatz zuweisen. Familie erfolgreich zugewiesen. Mal hier. So. Macht ihr das mal schnell leer?
Die Nahrung geht zu Neige. Gut, dann reißen wir es trotzdem hier ab. Speichern. Auf 8. Und ich denke mal, wie es dann jetzt weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.